Der war jetzt schon so kulant und hat uns die zwei als Schritt vorgegeben. Ich meine, wir haben doch schon jede logische Verbindung aufgebaut. Wir haben die Zahlen so angeordnet. Wir haben sie addiert, wir haben sie subtrahiert. Multiplizieren macht keinen Sinn. Oder müsste ich C drücken vielleicht immer, dass der wieder resettet wird? 2, 5, 4, 2, 1. Nee, ups. 2, 4, 1, 0, 5. Zwei, fünf, vier, zwei, eins, sechs, null, drei, fünf, neun. Also die richtige Zahlenkombination habe ich mir schon aufgeschrieben. Warum hat er hier nur so 3, 9 Felder? Ich habe halt die blöde Vermutung, wenn ich jetzt sage, löse einen Schritt, dann haben wir die zweite Zahl und dann fällt es uns wie Schuppen aus den Haaren. Noch irgendeine logische Reihenfolge hier. Was, weißt du was? Ach so. Barthaare. Aber ich sehe hier keine logische Reihenfolge irgendwie noch. Ich löse noch mal einen Schritt, mal sehen. Haben wir gemacht? Wieso springst du jetzt auf die 6 über? In welcher Welt ergibt das einen Sinn? Der nimmt die erste, die erste und die zweite. Gab's da irgendwo einen Hinweis, den wir nicht gesehen haben oder nicht gedeutet haben? Ich meine, das hat ja auch schon ein bisschen zur Lösung beigetragen. Ich weiß nicht, wo er es hernimmt. Aber das ist mir jetzt auch Wumpe. Wenn jetzt hier irgendwie die Farben vertauscht werden, weißt du, von den Zahlen. Aber wenn es hier auf dem Buchrücken irgendwas gäbe, wo du sagst, ah, okay. Aber, what?
Warum? Nee. Muss ich nicht verstehen? Will ich auch nicht verstehen. 2, 4, 6, 0, 9. Also, ach, einen Residenzschlüssel haben wir abgeholt. Also, das muss ich jetzt echt nicht verstehen. Jetzt braucht man jetzt einen Residenzschlüssel. Ich dachte, wir kriegen jetzt so irgendwie die Codekarte. Ach, warte mal, hier hinten war doch noch irgendwo. Nee, Maschinenraum nicht. Wohnquartier. Oh, das ist eine Residenz hier hinten. Ah. Wie nobel. Ja, Residenz. Lüftungsgitter ist fest an Ort und Stelle befestigt. Na, besser ist das, wa? Ja, müssen wir jetzt. Oh mein Gott. Noch ein Labyrinth. Ich mag keine Labyrinth. Aha, überflutet. Wir brauchen also nochmal eine Tauchausrüstung. Hier brauchen wir zwei Schlüssel dazu. Oder? Nee, B. 395. Spielzeugwürfel. Hausgemachter Brennstoff. Schritt 1. Geben Sie Wasser in einen großen Behälter. Schritt 2. Mischen Sie das folgende in beliebiger Reihenfolge in den Behälter. Zucker, Alkohol mit hoher Konzentration. Schnaps würde wahrscheinlich funktionieren. Kaliumnitrat, auch bekannt als Düngemittel. Schritt 3. Erwärmen Sie die Mischung, bis sie kocht. Eine Handvoll Darts. Dartscore. Name, Spielstand. Danny Walcott 2. Simon Neal 3. Ted Harvard 6. Aaron Lindsay 4. Emma Owens, 8. Platz 1. Grins. Sieht aus, als hätte jemand ein Dart-Turnier gehalten. Merkwürdiges Turnier. Du. Wo ist denn die Dartscheibe dazu? Auf der anderen Seite dieses besonders starken Glases befindet sich etwas. Und noch ein Glas. Ha. Haben wir irgendwas? Nicht so wirklich. Hier können wir dann was zum Kochen bringen. Was ist das denn? Hölzerner Zylinder. Wir haben Würfel und wir haben einen Zylinder. Das heißt, wir kriegen hier noch irgendwo ein Steckspiel. Oh. Oh mein Gott. Warum würde jemand einen Kühlschrank verschließen? Warum würde jemand würde mit groß schreiben, außer es handelt sich um Substantiv? Ich hoffe, du magst deine Eier hart gekocht.
Oh mein Gott, was kommt denn hier noch? Wir haben dort ein paar Würfel hängen. Wo waren die Würfel jetzt hier? Wir hätten hier vielleicht mal ein Schloss zum Knacken. Komme ich da mit den Darts rein? Werfen, Darts. Ach, die Darts muss ich schon werfen. Okay. Aber wohin? Tafel vielleicht, aber wir. Ein Dartboard wäre halt ganz cool, aber ich habe da noch keins gesehen. Dann haben wir hier noch irgendwas. Hier haben wir noch was. Dann müssen wir hier diese Rezeptur herstellen. Nein. Das? Kann ich eventuell? Haha. Okay, da gehen wir mal gucken, wer wie viele Runden gewonnen hat. War das hier oder war das da? Ja. So. Das Rätsel haben wir, das Rätsel haben wir, da können wir eigentlich umblättern. SW hat 2. SN hat 3. TH hat 6. AL hat 4. Aber wir hatten noch, glaube ich, bloß 5 Steckplätze. TO hat 8. Okay. Wo war denn das jetzt im Spielzimmer hier? Da. Wieso stecken die denn jetzt so drin? Ach, warte mal, wir müssen nur. TO war Platz 1. Platz 2 ist TH mit 6. AL mit 4. SN mit 3 und SW mit 2. Schlüssel. Seltsam, ich habe noch nie so eine Dartscheibe gesehen. Ich auch nicht. Aber ich meine, nee, die Pfeile habe ich nicht mehr. Ist das Kochtopf? Okay. Okay, ich denke mal, hier werden wir dann auch noch irgendwas machen müssen. Platzieren Sie den Spielball an dieser Stelle. Hier das Billarddreieck. Richten Sie die Billardkugeln wie. Oh mein Gott. Das habe ich ja schon mal gefunden. Hahaha. Wenn ich das schon auf den. So, jetzt brauchen wir bloß noch die anderen Kugeln. Also die Kugeln direkt. Es gibt eine kleine Delle an der Seite des Billardtisches. Scheint sich nicht öffnen zu lassen. Nein. Ich will hier hinten mal die Schränke und so angucken, aber da ist nichts. Da scheint nichts zu sein. Irgendwo muss ich jetzt die Kugeln herkriegen, aber wo? Die scheinen ja dann nicht hier zu sein.